Grüß euch, heute möchte ich euch ein Motorkonzept in drei Motorrädern vorstellen und vor allem, was vielleicht das Richtige ist. Denn eins ist klar, der MT-09 Motor ist eine Wahnsinnswaffe. Ein wahnsinns guter Motor, der extrem viel Dynamik bietet, der 119 PS bietet, der 93 Newtonmeter bietet, in allen drei Motorrädern komplett identisch drin verbaut worden ist. Also da ist kein Getriebe anders, da ist kein gar nichts anders, das ist alles exakt das Gleiche. Und wir wollen natürlich schauen, was hat Yamaha aus einem komplett gleichen Motorkonzept gebaut, denn es ist schon im Detail einiges unterschiedlich. Schwingen sind unterschiedlich, Sitzpositionen sind unterschiedlich und so weiter. Aber ich hätte gesagt, wir gehen mal an jedes Motorrad ran und ich kläre euch mal ein, wie es mit den Federwegen ausschaut, wie es mit den technischen Daten anschaut und dann gehen wir fahren und vor allem, ich werde auch immer Aufsteigen machen. Wir fangen mit der günstigsten an und gehen am Ende zur teuersten. Das erste Motorrad ist die XSR 900. Hier haben wir unseren magischen Dreizylinder, unsere Waffe, die uns nach vorne schießt. Was auch bei allen drei Motorrädern identisch ist, ist der Deltabox-Rahmen hier vorne. Der Heckrahmen ist bei allen drei Motorrädern aber dann unterschiedlich und auch bei der Schwinge hier hinten, wenn man hier kurz hinterschaut, das hier ist direkt die Schwinge aus der Tracer 900. Wie schauen wir bei den Federwegen bei der XSR 900 aus? Die hat im Endeffekt vorne 130 mm, hinten 137 mm. Das sind exakt die gleichen Federwege wie bei der Tracer 9 GT. Aber das, was wirklich unterschiedlich ist, ist hier vorne der Lenker. Der ist so ziemlich der sportlichste Lenker von allen. Sie hat mit Abstand die sportlichste Sitzposition. Ich werde mich jetzt gleich draufsetzen, damit ihr das dann auch ordentlich sehen könnt. Jetzt sieht man hier sehr schön, hier geht schon ordentlich nach unten. Erstens haben sie hier unten andere Riser verbaut. Bei den anderen zwei haben wir sehr hohe Riser. Hier haben wir viel niedrigere und der Lenker ist auch leicht nach unten, dass wir einfach ein bisschen sportlicher und dynamischer drauf sitzen können. Die Tankposition ist damit auch ein bisschen flacher ausgefallen, weil sie, und dafür muss ich wieder absteigen, den Heckrahmen hier neu designt haben. Sie haben im Endeffekt hier eine komplett neue Sitzbank gebaut und den Heckrahmen hier einzigartig im Vergleich zu den anderen, die sind dort nicht verbaut, dazu gebaut und den Sitz sozusagen über den Heckrahmen drüber gewölbt und ganz cool, sie haben das Rücklicht hier drinnen eingebaut. Man muss also sagen, alle drei haben drei unterschiedliche Rücklichter. Knieschutz funktioniert am Ende hier wahnsinnig gut, ich bin sie schon gefahren, sehr sportlich, sehr dynamisch. Wichtig auch für euch, alle Testvideos zu den einzelnen Motorrädern findet ihr immer beim i. Die Sitzhöhe der XSR 900 beträgt 860 mm und das Gewicht der XSR 900 ist dann 193 Kilo und der Tank fast sogar 14 Liter. Fahrwerksseitig gibt es hier ein voll einstellbares Kayaba-Fahrwerk. Das ist auch sozusagen der herausstechende Punkt vom Fahrzeug, es ist sportlich, es ist dynamisch. Allgemein muss man sagen, es ist eigentlich fast eine der sportlichsten hier in der Kategorie, also ein bisschen Richtung R9 gedacht einfach mal. Ich hoffe, vielleicht nächstes Jahr steht hier auch eine R9. Das ist sozusagen die Vorstufe zur R9 gefühlt, weil einfach hier schon sehr viele Anpassungen in Richtung Supersport gemacht wurden und das halt einfach auch sportlicher bewegt werden kann. Und ich hätte gesagt, jetzt geht es natürlich noch um den Preis. In Österreich kostet sie 12.299 Euro, in Deutschland 10.899 Euro und in der Schweiz 11.990 Schweizer Franken. Wenn du dann noch 900 Euro drauflegst, bekommst du die Yamaha MT-09 SP. Und zu der gehen wir jetzt. MT-09 SP. Gleicher Motor, gleicher Rahmen, übrigens auch bei allen drei gleich die Bremsanlage direkt aus der R1 im Endeffekt. Und was auch bei allen gleich ist, ist im Endeffekt der Auspuff. Der ist nur bei der XSR eben mit dem Akrapovic ausgestattet worden, also mit dem Zubehör. Hier bei der MT-09 haben wir mal eins, wir haben den kürzesten Radstand, weil die Schwinge hier hinten kürzer ist und vor allem bei der MT-09 sieht man es auch, das ist ein bisschen eine höherwertige Schwinge, das ist eine Aluminiumschwinge, die ist ein bisschen leichter und wir sparen uns ein bisschen ein Gewicht. Gewichtsmäßig sind wir hier sogar 3 Kilo leichter als bei der XSR 900, also 90 Kilo. Tankmäßig sind wir komplett gleich, 14 Liter fasst sie und was wichtig ist, wir haben hier andere Federwege. 130 mm vorne und hinten haben wir den niedrigsten Federweg, 122 mm Federweg. Das ist so ein bisschen vom Fahrwerk auch eine sehr dynamische und agile Maschine. Besonders in engen Kurven und in technischen Dingen ist die MT-09 definitiv ein Wahnsinnsinstrument. Fahrwerksseitig gibt es darüber hinaus noch das Premium-Fahrwerk, das schauen wir uns aber direkt oben an. Hier sieht man schon,
voll einstellbares Fahrwerk, Kayaba-Fahrwerk. Der Unterschied hier ist auch, dass es technisch ein bisschen eine bessere Gabel hat. Aber für alle, die sozusagen mit Fahrwerk sich nicht beschäftigen wollen, wir haben hier drüben auf der anderen Seite ein Rad, mit dem wir das Preload anpassen können. Wenn wir zum Beispiel auf die Rennstrecke gehen wollen, wenn es härter werden soll oder wenn wir mal auf die Tour gehen sollen, einfach das Rad benutzen, einstellen, fertig. Hier brauchst du kein Werkzeug, um das Preload anzupassen. Cooler Punkt, wichtiger Punkt. Vorne von der Sitzposition, da setzen wir uns wieder drauf, haben wir natürlich hier extrem hohe Riser. Das war damals schon ein wilder Punkt. Man sieht es eh hier. So hoch geht es hier rauf. Wir sitzen sehr gerade auf hier drauf. Fast schon wie bei der GT, aber dazu komme ich gleich noch. Trotzdem haben wir hier extrem viel Platz. Ich finde, die MT09 passt für egal welche, also gerade für größere Größen sehr gut. Sitzhöhe ist übrigens bei der MT09 825 mm. Das ist nicht die niedrigste von den dreien, aber es ist trotzdem so nieder, dass ich sage, hier kommt jeder runter. Vor allem auch, weil es sehr schmal gebaut worden ist. Also hier viel Platz, viel Möglichkeiten zu agieren. Die MT09 bietet halt einfach das dynamischste Paket an von den drei. Preislich sind wir in Österreich bei 13.199 Euro, in Deutschland bei 12.149 Euro und in der Schweiz bei 12.990 Schweizer Franken. Jetzt musst du am Tisch 2.700 Euro noch dazulegen, um die Tracer 9 GT dein eigen zu nennen. Nun springen wir erstmal zu ihren technischen Daten. Auch hier starten wir beim Motor. Selber Motor, selber Rahmen und spannend, hier aber das Fahrwerk. Sie hat das einzige elektronisch voll einstellbare Kayaba-Fahrwerk bekommen, das uns die bestmöglichen Einstellungen bietet. 130 mm vorne, 137 mm hinten. Wir haben hier auch die niedrigste Sitzhöhe mit 810 mm bis 825 mm. Wir können das Ganze nämlich ganz einfach verstellen und ich setze mich auch hier wieder drauf, damit ihr es mal seht. Wir sitzen hier am aufrechtesten und das ist sozusagen die Touring-Version, mit der wir auf die große Strecke gehen können. Aber man merkt auch schon, ich mit meiner Größe habe ja noch kein Problem mit 1,80, 1,83. Wenn du mal über 1,90 bist, dann musst du schauen, dass du hier noch reinfindest. Aber das soll dann jeder selbst beim Händler am besten ausprobieren. Grundsätzlich mal haben wir auch hier extrem hohe Riser und der Lenker ist auch sehr gerade, also sehr ermüdungsarm ist das Ganze gestaltet. Die Front ist übrigens als einzige mit dem Doppeldisplay ausgestattet, also rechts und links ein individualisierbares Display. Die anderen zwei haben den ganz klassischen 80er Jahre Fernseher im Endeffekt verbaut bekommen von Yamaha. Menüführung ist aber dann ziemlich ähnlich, also wir haben auch dieses Clanky-Rad hier vorne. Auch hier haben wir natürlich einen Tempomaten verbaut, aber als einzige hat sie auch ein verstellbares Windschild bekommen. Tankmäßig passen hier 4 extra Liter rein, was uns noch einmal extra Reichweite gibt. Preislich sind wir aber auch hier definitiv am teuersten. In Österreich kostet sie 15.899 Euro, in Deutschland 14.449 Euro und in der Schweiz 12.490 Schweizer Franken. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mit allen drei eine Runde fahren und ich zeige euch noch die letzten Details on the go. Was gefällt mir an der XSR 900 eigentlich am besten? Grundsätzlich mal muss ich wirklich sagen, verarbeitungstechnisch ist sie von allen drei nochmal ein bisschen besser, finde ich. Es sieht optisch wirklich extrem hochwertig aus. Auch dieses kleine Aluplättchen hier vorne. Alle Teile überlackiert, keine grauslichen Sticker, die runterfallen. Lenkerenden spiegeln, das ist schon ziemlich geil. Auch was mir richtig gut gefällt, ist natürlich eins, das Fahrwerk. Es ist ein sehr sportliches Fahrwerk. Im Vergleich zu allen drei ist sie sicher auf der straffesten Seite. Und im Vergleich zu allen drei hat sie halt auch einfach die meiste Stabilität. Das muss man auch ganz klar sagen. Die MT09, da komme ich gleich dazu, dann beim MT09 fahren, die ist ein bisschen agiler. Die XSR hat ja die andere Sitzposition, das heißt, wir sitzen mehr so auf dem Motorrad. Das heißt, Oberkörper nach vorne, Gewicht auf den Lenker ermöglicht es sportlicher zu fahren. Und vor allem, wir haben hier, wie schon erwähnt, den längsten Radstand von den dreien, beziehungsweise den gleichen Radstand wie bei der Tracer. Und das ist halt einfach 4 lange Kurven, 4 lange Geraden. Wahnsinn, wie stabil das da funktioniert und wie viel Stabilität es auch dem Fahrer vermittelt. Der größte Punkt, der mir nicht ganz so gut gefällt wie bei den anderen, ist der Sitz. Das ist ein wirklich hartes Stück und passt auch wieder zum sportlichen Fahren. Wer sollte sich die XSR kaufen? Ganz klar, der sportliche Motorradfahrer. Der Kaffee Racer und der Eiskaffeefahrer kann sich alle drei kaufen. Das ist wurscht, was du kaufst. Entscheidend nach Optik. Aber der, der was wirklich am sportlichsten und vielleicht auch mal einen Ring erleben möchte,
der kann sich das da kaufen. Ich glaube, du wirst schneller sein als mit der MC09. Einfach, weil hier die Sitzposition doch nochmal ein bisschen mehr Richtung Sport geht. Nochmal ein bisschen mehr auf den Vorderrad drauf sitzt und dadurch ein bisschen agiler dich bewegen kannst. Abschließend machen wir jetzt 50, 120. Sekunden für die XSR 900. Das ist ein Ausgangswert und wir schauen mal, was die MT09 SP zusammenbringt. MT09 SP, man merkt Riesenunterschiede, wenn man hier drauf sitzt. Wir sitzen kompakter, komprimierter, wir sitzen gefühlt fast auf dem Vorderrad drauf, während wir bei der XR etwas weiter zurückgesetzt wurden, um etwas mehr Schräglage mit dem Oberkörper zu bekommen, sitzen wir hier fast auf dem Vorderrad drauf. Wir sitzen auch auf dem Motorrad drauf, wir sitzen nicht mehr so stark integriert ins Motorrad, leicht in Richtung Supermoto, aber bei weitem nicht Supermoto. Und was man auch dazu sagen muss, wir liegen halt hier einfach weniger satt auf der Straße. Gerade die XSR 900 hat dieses extrem satte Fahren gehabt. Hier sind wir weit agiler, weit dynamischer, weil wir halt einfach noch ein bisschen wesentlich weniger sind und Kern und den ganzen Schwachsinn extrem gut mit dir nehmen können. MT09 bietet halt einfach das wirklich extreme Kurvenwetzen auf engem Raum, auf kleinen Raum, mit voller Leistung von 119 PS. Herrlich. Du musst aber auch ganz klar 900 Euro mehr dafür hinlegen, wenn du dieses Modell kaufst, also die SP-Version. Dadurch bekommst du halt ein höherwertiges Fahrwerk, was dich dann in echten Grenzbereichen auch besser unterstützt, aber im Alltag kaum spürbar ist und für die meisten da draußen wohl irrelevant ist, diese Verbesserung von der SP-Variante. Also es kann auch durchaus sein, dass man sagt, ey, ich brauche das eigentlich nicht, ich kaufe mir einfach die normale MC09, dann gilt natürlich ein anderer Preis, das blende ich euch aber dann hier einen Preis. Was man an MC09 halt einfach sagen muss, sie ist das Ur-Naked Bike und sie ist auch bequemer als die XSR 900. Der Sitz von der XSR 900 ist wirklich hart, der MC09 Sitz hier ist da wesentlich angenehmer, wesentlich smoother und einfach wirklich relaxed zum Platz nehmen. MT09 liegt bei 2,848 Sekunden, 50-120, also man merkt schon, das ist sehr knapp aneinander. Das sind die unterschiedlichen Fahrbedingungen, die unterschiedlichen Reifenbedingungen und vor allem auch die unterschiedlichen Temperaturbedingungen, die hier so ein bisschen einen Unterschied schaffen. Ein Punkt, den man bei MT09 auch noch herausheben muss, ist, von allen drei hat sie definitiv den schärfsten Standard-Serien-Sound. Das hängt von vielen Faktoren ab, aber hier ist einfach die Airbox am ärgsten platziert und man spürt als Fahrer den ärgsten Sound und das gefällt mir richtig gut. Wenn du dann bereit bist, 2700 Euro mehr auszugeben als für die MT09 SP, dann kommst du zur Tracer und zur Tracer möchte man jetzt doch einfach springen und ich erzähle euch, was das Tourenbike der Gruppe so alles mit sich bringt und was es kann. So, jetzt sind 2700 Euro weniger auf deinem Konto, wenn du das Motorrad dein eigen nennst. Und jetzt schauen wir einfach mal, bekomme ich dafür mehr? Und als erstes schauen wir uns einmal an, wo liegen wir? 50, 120. Dafür drosseln wir erstmal wieder in den zweiten, lassen das Ganze unter 50 fallen und dann lassen wir es einfach durchziehen. 3,299 Sekunden braucht sie, 50, 120 und das ist natürlich klar, wir stehen hier anders im Wind als bei anderen Motorrädern und auch eins ist klar, wir haben hier natürlich einen echten Tourencharakter. Hohe Sitzhöhe, 825 mm, aber auch verstellbar immer auf 810. Für mich sehr gerade auf dem Motorrad und vor allem Knie und Lenker sind fast auf einer Ebene. Also man sitzt hier sehr erhaben. Das gibt ein sehr gutes Gefühl für die Übersicht. Das Motorrad liegt auch satt auf der Straße und was es auch hat, es hat natürlich das elektronische Fahrwerk. Das spürt nur vom ersten Moment, wenn man ehrlich ist. Das ist einfach ein sehr großes Komfortding und bietet halt einfach echt Komfort. Komfort ist auch das richtige Stichwort. Der Sitz ist von allen drei der beste gefühlt. Man sitzt einfach hier sehr gut drauf. Einzig, man merkt es hier bei der Sitzposition, wenn man hier noch ein bisschen größer ist, wird es vielleicht mit dem Kniewinkel ein bisschen eng. Ich bin 1,80, 1,83 zum Einschätzen.
Ansonsten haben wir natürlich hier auch einen ordentlichen Windschutz. Haben wir bei der MT09 nicht, haben wir bei der XSR 900 nicht. Der nimmt uns komplett aus dem Wind heraus, also bis hier rauf, kein Problem. Nimmt sogar meine Schultern rechts und links aus dem Wind, aber die Ärmchen sind dann schon noch ein bisschen im Wind. Am coolsten finde ich, dass hier im Endeffekt zweimal das gleiche Display verbaut ist wie bei der MT09 und bei der XSR 900. Also du bekommst für einen höheren Preis zwei Displays, die du auch individuell anpassen kannst für dich und wo du nochmal alle Informationen reinbekommst. Ganz wichtig, volle LED-Ausstattung. Blinker sind LED, Rücklicht ist LED, alles LED natürlich. Und auch wichtig eben dieser größere, brachialere Tank zwischen den Beinen, den merkt man auch schön. Also den sieht man optisch und merkt man dann auch. Gewichtstechnisch von der Agilität her ist sie agil. Weniger agil als die MT09. Ziemlich gleich auf mit der XSR 900, wobei die XSR 900 natürlich anders im Wind steht und dadurch ein bisschen besser liegt. Von der Sitzposition am ehesten vergleichbar zur XSR 900. Wir sitzen zwar wesentlich weiter unten, also wir sitzen eher so anstatt so wie bei der XSR 900. Dadurch haben wir halt ein gutes Gefühl, ein komfortables Gefühl und fühlen uns aber halt ein bisschen erhabener auf dem Motorrad als auf der XSR 900. Und damit merkst du halt auch, damit fährst du eine größere Tour ohne Probleme. Mit der XSR 900 ist es dann schon ein bisschen ein brädelharter Sitz. Jetzt möchte ich noch die Frage beantworten, wer kauft was? Es ist grundsätzlich mal von Anforderungsprofilen klar, ja, das ist für Sportliche, das ist für Dynamische und das ist für Tourenfahrer. Doch wie nah liegen die Welten beieinander? Ich muss sagen, am nächsten beieinander liegt MT09 mit XSR 900. Da muss man aber sagen, gewinnt für mich die XSR 900, weil sie einfach satter auf der Straße liegt, weil sie einfach diese Stabilität mit sich bringt, die die MT09 durch Nervosität zwar in den Kehren gut macht, aber die meisten fahren wenig Kehren und fahren meistens über Land, normale Strecken. Da lohnt es sich halt vielleicht bei der XSR ein bisschen das sattere Gefühl, das stabilere Gefühl zu wählen. Die XSR ist auch die sportlichere, die ich dann wirklich mit durchaus zur Rennstrecke vorstellen könnte, wo dann auch mit einigen Kniffen nochmal ordentlich was rauszuholen ist. MT09 SP geht zwar auch, aber da muss ich sagen, das ist mir zu aufrecht für höhere Geschwindigkeiten. Da habe ich zu wenig Windschutz und das stört mich persönlich ein bisschen. Deswegen eher zur XSR greifen, wenn du mal Rennstrecke fahren möchtest. Die MT09 und die Tracer hier, die verbindet relativ wenig. Die Tracer steht ein bisschen für sich. Sie ist das Tourenfahrzeug, sie ist stabil fahrbar, sie ist nicht nervös, sie ist aber auch gleichzeitig ein echtes Biest und 2700 Euro Mehrwert für die Touren, das muss jeder selbst wissen, ob es ihm das wert ist. Cool ist es, weil du halt hier leichter Gepäck anbauen kannst und wer wirklich nur auf große Tour geht, der sollte wahrscheinlich zur Tracer gehen. Alle anderen, die durchaus sehr viel sportlich fahren möchten, sollten eher zur MT09 oder zur, sag ich mal, zur XSR greifen, wobei für die, die sportlichsten unterwegs sein wollen, Rennstrecke XSR, die sportlich unterwegs sein wollen, aber viel Hausstrecke fahren wollen, eher MT09 und die, die wirklich die großen, größeren Touren anschlagen, 300, 400 Kilometer an einem Tag, die greifen dann echt zu Tracer. Ich bin am Ende ein bisschen schockiert, wie weit die Welten auseinanderklaffen, denn die Basis ist immer dieselbe und es sind eigentlich nur Nuancen, die sich angepasst haben. Trotzdem sind es drei komplett unterschiedliche Motorräder mit drei komplett unterschiedlichen Zielgruppen und ich finde, Yamaha macht das mitunter am besten mit den Baukästen-Motorrädern, dass sie echt aus einem Motor drei Konzepte rausjagen, die wirklich dreimal komplett unterschiedlich fahren. Mega! Wenn ihr nichts verpassen wollt, morgen um 20 Uhr gibt es das nächste Video. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!